Servus Leute, heute habe ich mal wieder einen klassischen Shoreline Loot Run für euch. Ich war im Resort unterwegs und da ging es zur Sache PvP-mäßig. Ordentlich Loot war natürlich auch am Start und den ein oder anderen überraschenden Gegnerkontakt hatte ich auch. Aber ich will nicht zu viel vorwegnehmen, schaut es euch einfach an. Ich bin übrigens dazu täglich live auf Twitch, twitch.tv/outsider. Würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment, lasst mal ein Follow da. Und hier auf YouTube würde ich mich natürlich über ein Abo freuen, einen Daumen nach oben, einen Kommentar unter dem Video. Jetzt viel Spaß mit dem Raid. Hey Azrael, servus le. Hat einer was gedroppt. Sei doch. Toter Spieler hier auf jeden Fall. Als Party. Der war auf jeden Fall hier drin. Morgen kann ich saufen? Nee. Diesen muss nicht sein. Wo ist der? 100 pro gesteppt. Eine Waffe suchen gehen auf keinen Fall. Scheiße, der hockt da hinten irgendwo. Ich kann da nicht reinlaufen, das geht nicht. Der Scavborn auf Lighthouse runter, ja. Jo, okay. Mach, was du willst, aber der hockt da hinten in irgendeinem Raum, macht keinen Mucks, hat mich gehört. Ich kann da nicht reinlaufen. Geht nicht. Nicht ohne Info. Okay. Geh mal in West. Oder erst Main Building, dann West Wing. Ah, das ist so ein klassischer Fall von, der hat mich gehört, sofort festgewachsen. Best Wing is Party, okay. Hey, ist auf jeden Fall was los im Resort, so viel ist mal sicher. Wie viel ist eine Maß jetzt ernsthaft? What? What? Wie kann man nicht wissen, wie viel eine Maß ist? Jetzt ernsthaft? Kommst du nicht aus Bayern? Naja, okay. Gut.
Naja, ist. Ich sag mal, das ist doch wohl ein allgemeiner Begriff, oder nicht? Deswegen wundert's mich. Okay, wir schauen auf jeden Fall mal in Westwing. GG, ey. Was soll ich denn hier machen? Zu mir. Uff. Mach's gut. Ciao. Mach's gut. Der war nicht schlecht. Waren auf jeden Fall aggressiv drauf, die Jungs. Ich dachte erst, die wollen mich im Westwing abcampen. Also, wenn wir schon mal hier stehen. Moment. Ich dachte, die wollten im Westwing auf mich warten. Hat auf jeden Fall hat auf jeden Fall den Kappa-Container. Oh, ey, was ein Setup. Mein Gott. Irgendwelche Zahlen als Namen haben sie, okay. What the fuck? Hä? Achso. Achso, das ist aber alles, okay. Schon. Ich habe nicht keine mittlere Maustaste mehr zum Examinen, das ist das Problem mit meiner neuen Maus. Ich habe meine mittlere Maustaste das Klickmakro gelegt.
Deshalb verdrücke ich mich jetzt gerne noch ein bisschen. Hol dir ein Pedal. Nicht dafür. So, dann gehen wir West. Schauen wir, was da los ist. Ich bin ein bisschen schwer, ne? Aber das so. Na, ich sag mal, realistisch ist es schon, ne? Wenn ein Flugzeug in der Höhe irgendwo drüber fliegt, dann ist das extrem laut, aber ist es bei diesem Spiel hier angebracht? Denke ich nicht. Wann kommt endlich Arena? Ich hoffe demnächst, aber sie wollen es erst testen und dann sollte es irgendwann rauskommen. Keine Ahnung. Ich habe ja die Hoffnung, dass Arena noch während dieses Vibes hier kommt. Manche Leute looten schon echt komisch, muss ich sagen. Lassen Zeug liegen und anderes nehmen sie mit? Weiß ich nicht. Auch einer, okay. Die haben hier echt schon durchgelootet. Die hatten noch gar nicht so viel. Wenn ich bloß die guten Räume, ne? Hui. Ja, das Flugzeug sollten sie leiser machen, da brauchen wir nicht drüber reden. Hat das Gewicht auch mit dem Spielercharakter zu tun? Inwiefern? Was meinst du? Also, dein Charakter. Alle wiegen gleich viel in EFT. Irgendwie bist du immer. Alter, Herzattacke, Mann! Irgendwie bist du immer overweight? Ja, das ist bei jedem so. Alter! Junge, kein einziger Step steht da in seinem scheiß Kabuff da. Willkommen auf EU-Servern. Eigentlich können wir die mitnehmen, wo ist er?
Übel, wie er da drin. Also. Keine Ahnung. Sentry, vielen Dank für den Follow, willkommen. Ja. Workaround. Für trage hier Tragegurt. Wurde garantiert schon gemacht, da bin ich mir sicher. Ich frage mich, ob der zu den Zweien gehört hat, die hier rübergerannt kamen. Ey, shit, was ist hier los? Deswegen schaue ich da immer hoch. Deswegen. Tausendmal schaust du hoch, keiner da, das tausendeinste Mal hockt einer da. Ey. Fuck. Du willst doch Party? Ja, aber ich will eine Party, keine Party, bei der jeder in der Ecke steht. Big Bait, ne? Das ist auch keine Party. Nee, kack mal. Hör auf. Da ist noch einer. Oder ist es ein Scav unten? Ich weiß es nicht. Da ist ein Scav unten, okay. Hab's dir schon gedacht, so, hä? Okay. Da steht ein Scav unten in der Ecke. Das kannst du nicht unterscheiden, ob der über dir auf dem Dach ist oder unter dir draußen steht. Das hört sich beides gleich an. Da ist er. Spieler. What the fuck? Okay. Never mind. Habe ich Scav gesagt? Wie viele hocken jetzt hier noch in der Ecke? Ei, shit. Ich muss hier raus. Ey, EU-Server ist gerade Rattenparty Deluxe. Holy shit. Holy shit. Das habe ich ja schon lange nicht mehr so.
Ja, kann es sein, dass das eine Fünfergruppe war? Alle Nummern. Auch eine Nummer, keine Ahnung. Ey, keine Ahnung. Irgendwo hat er auch noch seinen Rucksack gedroppt, aber der soll mir jetzt mal egal sein. Ich habe Angst in jeder Ecke, dass jetzt einer hockt, ey. Weil die Jungs haben sich ja gar nicht bewegt. Ist Blut? Ist hier Blut? Scheiß drauf, wir gehen jetzt hier. Das ist mir zu rattenverseucht. So, ja, genau, ich hatte. Das ist voll, okay. Passt genau, ne? Hauen wir uns ein Mule. Mal raus hier. Ich gehe absichtlich nicht da hinten raus, weil nicht, dass da noch welche hocken. Ganz ehrlich. Ich will mein Glück jetzt auch nicht herausfordern. Schwerfällig. So ist over. Hey Squark, ich freue mich auch, dass du da bist. Wie geht's? Aber so eine Runde, wo die Leute überall sitzen, hatte ich schon ewig nicht mehr. Da kann ich echt froh sein, dass ich überlebt habe, weil die zwei, die so rumgegammelt haben, haben beide eine AS-Wall gehabt oder eine VSS. Und ich war 2 Meter von denen entfernt, also eigentlich hätte ich schon locker tot sein können, ne? Ich glaube auch nicht, dass die Scheiß-Ammo geladen haben. Also mindestens SP6, was eigentlich richtig gut ist auf die Distanz. Der MPC-Raum? Nee. Der MPC-Raum, okay. Den habe ich ein bisschen überrascht, sag ich mal. Ne? Aber der auf der Treppe, der hätte mich haben müssen. Ich hatte schon lange keinen mehr sitzen. Ja, genau. Wird wieder Zeit. Nee, ich hatte gerade 3 richtige Gammler im Westwing. Also wirklich 3 Gammler. Die auch garantiert zusammengehört haben. Vielleicht war es auch eine Fünfergruppe. Keine Ahnung. Namm Janine, wie geht's?
Du hast schlechte Laune. Oh, wieso das denn? Hoffe ich, dass ich sie ein bisschen heben kann. Von der Red bekommst du nur 3 Millionen. Ich glaube, 5 ist so Maximum oder so. Für 10 Millionen reinstellen und für effektiv 5 Millionen ist sie dann verkauft. Aber ich bin mir nicht sicher. Also eine Red Keycard ist auf jeden Fall... Ich glaube nicht, dass sie für Rubel oft verkauft wird, sondern auch getauscht wird inzwischen. Für, keine Ahnung, Moonshine. Grafikkarten vielleicht. Ich weiß es nicht. So. Jo. Ah, der da unten, ne, der war auch gut.